Charlie! Wie groß ist der Stein, der dir nach dem Matchball vom Herzen gefallen ist? Oh, gegen Nisi spiele ich immer so ungern. Ich habe auch so vorher so mal zwei, dreimal gespielt, jedes Mal knapp gewonnen. Und habe ich wirklich nicht gedacht, 3-0 gefühlt. Und da einfach habe ich so passiv gespielt. Ich lasse die Fehler machen, ja, aber ich spiele selber gar nicht. Deswegen Nisi spielt immer so viel Erfahrung, die wechseln immer, versuchen immer. Und am Anfang sie hat gut gespielt. Und dann bis 3-3, ich dachte, egal wer, ich muss selber spielen. Dann selber aktiv bleiben. Ja, ja, 3-0 ist eigentlich eine beste Voraussetzung, gerade gegen so eine Spielerin zu führen. Und dann kommt sie zurück und du hast gerade gesagt, vielleicht nochmal im siebten Satz, wie war das für dich? Es ist ja immer sehr unangenehm, dann gerade auch gegen so ein Spielsystem und wenn man 3-0 geführt hat, so einen Satz zu spielen, so einen Entscheidungssatz. Das eigentlich für mich von 3-0 bis 3-3 einfach so ein paar bisschen Ablenkung. Ich weiß nicht, auf jeden Fall bin ich nicht mehr da. Gar kein Taktisch, einfach nur am Tisch so gespielt. Bis 3-3, die Drucke ist wieder da. Und dann habe ich wieder Spannung. Und dann jeden Ball, egal wer, muss auf dem Tisch, muss platzieren und ja, und dann mein Kopf einfach wieder da. So, nächste Runde geht's gegen Chad Meng. Was nimmst du dir davor gegen eine ja wirklich sehr starke Gegnerin? Ja, gegen Chen Meng. Ich war vor ein paar Jahren gespielt und ich habe einen Satz gewonnen. Und dann mal schauen, morgen, wenn ich zwei Satz gewinne, dann freue ich mich so. Sehr gut. Alles Gute.